День добрый! Привет! Schön, dass du dir dieses Video heute anschaust. In diesem Video geht es über Wladimir Putin. Wer ist denn der? Ein Tyrann oder ein Patriot für Russland? In der jetzigen Zeit ist das aus meiner Sicht kein Politiker auf der Welt wird so hoch angesehen auf politischer Ebene wie Wladimir Putin. Obwohl in den meisten, auch westlichen Medien, wird Wladimir Putin oft im negativen Lichte dargestellt haben. Wieso ist es denn so? Wieso wird er meistens im negativen Lichte dargestellt, obwohl der libysche Gaddafi-Präsident an ihn einen Appell gerichtet hat und hat ihn um Hilfe gebeten, dass Wladimir Putin ihm hilft, das Massaker, was die NATO dort macht, mit Hilfe gewisser Rebellen dort zu beenden. Das ganze Bombardement und so weiter, wenn man sich anschaut, was dort tatsächlich abgeht, dann wird gegen das libysche Volk dort ein Krieg geführt. Und der Gaddafi hat an Putin das Appell gestellt. Ich mache tatsächlich den Wladimir Putin gewählt. Das wissen die wenigsten. Weil die wenigsten wissen auch tatsächlich über ihn Bescheid. Wer ist denn der? Woher ist er gekommen? Und welche Ziele strebt er hier auf der Erde überhaupt an? Mit seinem Namen. Nun, was man dazu sagen kann. Nach der Zerschlagung Sowjetunions gab es in den 90er Jahren letztendlich regierte die Mafia in Russland. Die ganzen Oligarchen und so weiter, die heute in westlichen Medien meistens im Positiven dargestellt werden, sind eigentlich alle Kriminelle und müssen letztendlich wie Hodorkovsky jetzt zu Recht im Knast sitzen. Weil die sind alle auf kriminelle Art und Weise zu ihren Reichtümern gekommen, zu ihrem materiellen Besitz. Und ein Verbrecher muss im Knast sitzen. Deswegen war das richtig, dass der Putin Hodorkovsky eingesperrt hat. Möglichst noch für lange Zeit soll er drin bleiben. Und wenn man sich mal anschaut, in den 90er Jahren war der Clan Jelzin an der Macht und bis sie dann Putin gesetzt haben, hat er auch keinen Grund. Wieso? Weil Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, war für Russland eine sehr kritische Zeit. Mit Hilfe des Westens wurden diese zwei Tschetschenienkriege gegen Russland geführt. Also im Westen wurden halt diese ganzen Mittel, Waffen und so weiter dafür zur Verfügung gestellt, damit dort im Kaukasus dieses ganze Konflikt letztendlich einstellen kann. Und Wladimir Putin wurde dann hingesetzt, um aus ihm dann einen Sündenbock zu machen. Letztendlich. Und der hat Russland vor der weiteren Zerschlagung bewahrt eigentlich. Das wissen die wenigsten, dass Ende der 90er, wie gesagt, eine sehr kritische Zeit für das russische Volk und für Russland als Zivilisation war. Nun, Putin kam an die Macht und man hat ihn hingesetzt und jetzt befand er sich auf einem Feindesterritorium im Grunde genommen, wo die Parasiten, die dort saßen, letztendlich ihre Tasche da vollgefüllt haben, mit den Gedanken und Reichtümern im Westen waren, meistens in Großbritannien, in London, ja, aber auf russischem Territorium über dieses Volk parasitiert haben. Und so, Wladimir Putin hat erkannt, dass, wenn man sich das bildlich so mal vorstellt, es ist wie ein LKW, der von der Straße abkommt und jetzt sitzt er am Steuer. Und der sieht, ja, das Land geht von der Straße und zwar in Abgrund, ist das Ziel jetzt, ja. Und er versucht jetzt langsam aber sicher, das Ruder wieder praktisch umzureißen und auf die Hauptstraße zu führen, also auf einen geraden Weg. Das gefällt natürlich einigen wenigen nicht, weil die wollen möglichst, dass Russland schwach bleibt, um halt bestmöglich dafür Ressourcen aussaugen zu können. Und Wladimir Putin und die Mannschaft, die jetzt langsam aber sicher rings um sie ihn bildet, die sind mehr oder weniger Patrioten. Ich sage nicht, dass er jetzt der Heiligste ist und so weiter und so fort. Nein, der Mann hat auch seine Fehler, macht gewisse Fehler, aber auf so einem hohen Posten, wo du tagtäglich mit so vielen Informationen überschüttelt wirst, letztendlich fallen halt die Fehler im etwas größeren Maßstab aus. Wie sieht es aus? Welche Zukunft strebt denn Wladimir Putin mit seinem Land vor? Also der hat erstmal geschafft, die weitere Zerschlagung Russlands zu verhindern. Die weitere Vernichtung der russischen Wirtschaft zu vernichten. Viele, nicht nur Fabriken,
sondern ganze Branchen wurden zerschlagen und kaputt gemacht. Ganze industrielle Zweige wurden kaputt gemacht, absichtlich. Und wurde die russische Wirtschaftsart dank Chicagoer Jungs, die im Weißen Haus saßen, Anfang der 90er Jahre, wurde so die russische Wirtschaft geschrieben, dass daraus nur letztendlich Ressourcen in den Westen kommen und in Russland sollte möglichst keine Wirtschaft werden. Aus dem Grund versucht jetzt Wladimir Putin, Ressourcen in das Landesinnere zu holen. Jetzt bauen dort fast alle großen Autohersteller ihre Wagen selbst. Das heißt, es wird nicht mehr importiert, sondern dort gebaut. Das heißt, was versuchen der? Der versucht, die Wirtschaftsproduktion zu lokalisieren, das heißt auch in Russland aufzubauen, damit dort Arbeitsplätze auch entstehen. Zu Recht, natürlich, wenn dort Waren abgesetzt werden, ist es auch richtig, dass auch dort die Menschen arbeiten, die letztendlich auch dann konsumieren können. Und Wladimir Putin war vor einiger Zeit auch hier im Westen, in Deutschland war er hier und hat Europa einen Vorschlag gemacht, und zwar ein einheitliches Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok. Die europäische Elite, leider Gottes, ist so blöd, erkennt nicht, dass die eigentlich in einer Beziehung zu Russland und auf wirtschaftlichen Beziehungen viel mehr Vorteile hat und viel nachhaltige Vorteile hat, als wenn die mit anderen kooperieren würde. Weil die Russen waren immer verlässliche Partner, die haben trotz ganzen Konflikten und so weiter immer Ressourcen geliefert, ob das Gas, Öl war, Holz, weiß ich was, Metall, viel, ja. Das heißt, auf Russland kann man sich verlassen. Russland braucht Technologien, vor allem deutsche Technologien, die dort nachgefragt werden können oder werden auch, ja. Aber die Eliten, nein, die wollen halt noch nicht, anscheinend. Aus dem Grund, meiner Meinung nach, verpassen die da nichts. Aber Wladimir Putin geht so weit, dass er sagt, wir sind offen für alle, die auf uns auf Augenhöhe mit uns kooperieren wollen. Und jetzt langsam aber sicher bildet sich in Russland eine gewisse dünne Schicht aus Menschen, die als Führungspersönlichkeiten mehr und mehr geeignet sind. Weil was kann Putin allein? Wenn heute irgendwas gemacht wird, sagt man, der Putin ist schuld. Ja, der hat das nicht gemacht. Hallo, wer ist Präsident gewesen? Wie ist das, der Ministerpräsident? Ja, von einem Land, wo mehr viele Zeitzonen hat und. Wie kann er alleine für alle schuld sein? Nein, sondern das sind immer die Menschen, die auf diesen Posten sitzen, die müssen selber eigentlich hier an ihre Nase sich selbst packen. Aber man schiebt immer die Schuld zu. Wieso? Weil für einige Kräfte ist Wladimir Putin zwar ein kalkulierbarer Politiker, aber doch ein ungewollter, weil der Macht doch vertritt er die Interessen des russischen Volkes und der russischen Zivilisation und nicht die Interessen der westlichen Mächte, die halt immer auch ihre egoistischen Interessen anstreben. Und da ist es auch so, ich rede hier an alle, die sich mehr beschäftigen wollen. Schau doch mal selber nach, was hat Putin erreicht in seinen Regierungszeiten, wo in Russland Ende der 90er Jahre war, bevor Wirtschaftsabschwung und, da hat die Situation stabilisiert, Russland wieder auf globaler Ebene ein bisschen wieder zum Ansehen verholfen und versucht langsam aber sicher in kleinen Etappen Russland wieder auch im wirtschaftlichen Sinne zu einer Weltmacht zu machen. Und jetzt ist es so, dass Wladimir Putin hat auch natürlich für die Zukunft gewisse Ziele. Und vor einiger Zeit hat er eine Aussage, eine sehr wichtige Aussage gegeben, die hier in den westlichen Medien eigentlich unbeachtet blieb. Der hat zu einer Volksfront aufgerufen. Und zwar vorbei an der Duma, vorbei an den Politikern, die nur ihre Taschen befüllen wollen sozusagen, sondern der möchte jetzt verschiedene patriotische Kräfte zusammenbündeln, die selbst das Ruder in die eigene Hand übernehmen. Erst jetzt, nach so vielen Jahren, wo er an der Macht ist. Nun, die Tendenzen gehen eindeutig in die Richtung hin, dass Russland langsam aber sicher jetzt von Knien aufsteht. Das war am Boden in den 90er Jahren, aber jetzt langsam aber sicher steht das auf. Unter anderem dank Wladimir Putin. Jetzt ist an der Macht Herr Medvedev mit dem richtigen Namen Mendel. Angeblich, wie gesagt, heißt er nicht Medvedev, sondern Mendel.
es ist egal. Wichtig ist ja, welche Weltanschauung der Mann hat und was macht der Mann. Man sagt jetzt, dass der Herr Medvedev die Marionette von Wladimir Putin ist. Aus meiner Sicht ist das nicht so. Weil wenn man sich anschaut von den Taten, was der Putin gemacht hat und Medvedev, unterscheiden die sich sehr wohl. Wladimir Putin hat versucht, Interessen des russischen Volkes zu vertreten, im Grunde genommen. Und Herr Medvedev, in vielen Bereichen, in vielen, entscheidet er komplett das Gegenteil von dem, was früher Putin in seiner Zeit entschieden hat. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, wird auch Wladimir Putin weiter an der Macht bleiben, klar, weil er erkennt, dass wenn er noch nicht an der Macht bleibt, wird Russland weiter zerschlagen, Armee wird zerkleinert und. Ja. Und jetzt kannst du selber einmal erschienen, das was aus Russland in den 90er Jahren wurde und jetzt, ja, und kannst du selbst auch die Frage beantworten, wer ist Wladimir Putin? Ein Tyrann oder ein Patriot für Russland? In diesem Sinne, пока.